Ich habe Stolen Innocence gelesen. Das Buch ist gut. Es ist zwar aus Mangel an Spannung und wegen der ziellosen Geschichte, abgesehen vom Ende, anstrengend zu lesen, aber diese dramaturgischen Probleme sind ein direktes Resultat daraus, dass das Buch seine Protagonistin durch ihr Leben begleitet, ohne es stark in eine stringente Geschichte zu verformen. Eine solche Autobiografie sollte, wo nicht beides geht, lieber ehrlich sein als spannend. Natürlich bilden Menschen gerne Narrative, um ihre Meinung zu rationalisieren, wovon auch dieses Buch nicht verschont ist. Diese Verzerrung muss aber wohl bei jedem menschlichen Werk zu einem gewissen Grad berücksichtigt werden. Und sie ist in Stolen Innocence schwach genug, um eine vermutlich unübliche Kerninterpretation zuzulassen. Mich hat das Buch erinnert, wie viel der innersten Werte eines Menschen doch von außen kommt. Und das sage ich explizit als Observation, die auch ohne moralisches Urteil über diese Werte ihre Gültigkeit behält.